ist euch, wenn ich mir eine Pumpe kaufen würde, Sarah? Ja. Das ist doch. Wenn ich mir eine. Das ist zu lustig, tut mir leid. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns hier heute in unserer Endmontage 2. In diesen Räumlichkeiten montieren wir die vorproduzierten Motoren mit den ganzen Anbauteilen. Wir testen das Ganze hier in Aquarien, schauen, dass die Pumpen leise sind, dass alle Knöpfe funktionieren, dass alles läuft, trocknen das ab und verpacken die Sachen dann. Gut, dass es schön abgetrocknet wird. Ja, gut, dass es abgetrocknet wird. Es gibt tatsächlich manchmal den Fall, dass wir sagen, oh oh, die kommt nass beim Kunden an, aber das ist wie warme Brötchen. Ja, bei manchen Pumpen ist das ganz innen drin, da ist dann halt ein bisschen Osmosewasser noch. Dann merkst du, dass sie frisch produziert wurde. Okay. Und dann merkst du, dass sie getestet. Ich werde manchmal gefragt, ist das nicht schlimm? Naja, da ist ein bisschen Osmosewasser am Rotor. Du merkst halt, dass die Pumpe schon mal Wasser gesehen hat, bevor sie bei dir war. Ist doch eigentlich gut, oder? Ist gut. Brauche ich eine Strömungspumpe? Die Frage lässt sich ungefähr so beantworten. Braucht mein Körper ein Herz? Wenn ich keins habe, dann habe ich wenige Minuten, bis ich sterbe. Im Aquarium hast du noch ein bisschen länger Zeit. Aber so wie unser Körper ein Konglomerat aus verschiedenen Organen und verschiedenen Prozessen ist, sage ich jetzt mal, ist auch so das Meerwasser-Aquarium im Biotop, wo verschiedene Prozesse ablaufen, die auch einfach wie in unserem Körper das Blut als Austauschmedium, das Wasser als Austauschmedium brauchen. Und deswegen ist es gar keine Frage, brauche ich überhaupt eine, sondern es ist eher die Frage, welche Strömungspumpe brauche ich und welche ist genau die richtige für mein Aquarium. Ihr habt zum Beispiel das Szenario, dass ihr Nährstoffe an eure Korallen ranbringen wollt und dass ihr Schadstoffe an eure Korallen wegbringen wollt. Ihr könnt euch auch das ein bisschen so vorstellen, das haben wir hier ganz nett im Innenhof, wenn hier der Wind weht, dann weht ihr immer genau an eine Stelle die ganzen Blätter hin und dann muss man die da wegräumen. Und im Aquarium wollt ihr nicht die eine Stelle haben, wo sich alle Sedimente und alles sammeln. Da wollt ihr eine Strömungspumpe haben, mit der ihr ein bisschen flexibler seid und die ihr vielleicht mal nachjustieren könnt, mal einstellen könnt und ihr baut sie euch so hin, dass ihr wirklich in allen Zonen keine toten Bereiche habt. Ich versetze mich jetzt mal auf eine der Messen, in denen ich in den letzten Jahren war. Da stehen die ganzen Tunze-Produkte. Wir als Firma Tunze haben die erste propellergetriebene Pumpe für die Aquaristik rausgebracht und das vor vielen, vielen Jahren und seitdem immer neue Pumpen und immer mehr und immer mehr. Wir haben ein riesiges Regal voller Strömungspumpen und die andere Firma auch und die andere Firma auch. Da weiß man ja gar nicht mehr, welche Pumpe man kaufen soll. Irgendwas mit 60 und hier irgendeine Nummer und da verstehe ich und habe Verständnis dafür, dass man ein bisschen verwirrt ist. Gibt es da jetzt Abhilfe? Die traurige Wahrheit ist leider nein. Es gibt nicht die eine universale Pumpe, mit der alle Probleme plötzlich gelöst sind. Stellt euch vor, ihr kauft euch ein Auto und dann wird euch der Verkäufer im Autohaus sagen, ja klar, kauft ihr die voll konfigurierte S-Klasse und du hast alles, was du haben willst, hast alle Probleme gelöst. Nicht mal dann, weil dann ist dir das Auto vielleicht ein bisschen zu groß oder zu klobig. Nicht mal für unendlich Geld kriegst du das perfekte Produkt. Das kann manchmal sein, dass ein einfaches, kleines Produkt schon alle deine Probleme löst. Man kann so als Daumenregel sagen, dass man meistens mit drehzahlveränderlichen Pumpen, die heute auch großteils Standard sind, ein bisschen flexibler ist und ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, die Pumpe an das jeweilige Aquarium anzupassen. Die haben dann ein Netzteil dabei und die haben da so einen, hier zum Beispiel in diesem Fall so einen Controller dabei. Und dann kann man die Drehzahl des Propellers sozusagen verändern und wie viel Wasser vorne rauskommt verändern. Warum gibt es nicht die perfekte Pumpe? Na, zum Beispiel kann man ein sehr langes Aquarium haben und in einem sehr langen Aquarium hätte ich jetzt gerne eine Pumpe, die bis ans andere Ende kommt. Dann muss die einen sehr konzentrierten Strahl, sehr viel Geschwindigkeit und sehr viel Druck aufbauen, dass ich noch am anderen Ende irgendwas ankommt. Naja, aber wenn ich jetzt so eine Pumpe in ein eher quadratisches Becken einbaue, dann habe ich, sage ich mal, dann schieße ich mir mit der Laserkanone die ganzen Korallen runter. Das will ich dann eher nicht. Da will ich eher so ein bisschen breiter streuen. Da wäre ich aber beim großen Becken wieder blöd, weil da kommt am anderen Ende nichts an. Wenn der jeweilige Aufbau die Strömungsführung zulässt, geht es schon, aber ist schwierig. Sprich, neben der Beckengröße ist auch die Dekoration entscheidend, weil die natürlich auch mit dem Wasserwechsel wirkt. Felix, was macht denn eine gute Strömungspumpe aus? Woran erkenne ich ein Qualitätsmerkmal an der Pumpe? Zunächst mal ist es wichtig, dass der Controller, das Steuergerät von der Pumpe,
zu dir passt. Unter Umständen hast du bereits von der jeweiligen Firma die Steuergeräte zu Hause, das Ökosystem ist rund, du hast direkten Zugang zu den Features. Es wäre schade, wenn du dir eine Pumpe kaufst und die ganzen Möglichkeiten, die das Produkt liefert, gar nicht ausnutzen kannst. Ein anderer Punkt ist, wenn wir jetzt mal vom Controller entlang gehen, da ist ein Kabel dran zwischen dem Controller und der Pumpe. Wenn ihr die Pumpe auspackt und an dem Kabel riecht und es riecht gleich mal wie so ein richtig billiges Gummiboot, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kabel nach einigen Jahren hart wird und versprödet und dann einfach, ja, bricht. Das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal für eine hochwertige Pumpe. Das ist jetzt mehr so ein Trade-off, aber da kann man auch drauf achten. Wenn eine Pumpe kleiner wird, je kleiner ihr die macht, desto schlechter wird in der Regel der Wirkungsgrad, desto enger werden die Ansaugschlitze. Achtet also darauf, wenn die Größe nicht so wichtig ist, nehmt lieber eine Pumpe, die ein bisschen größer ist. Die hat dann dafür häufig mehr Ansaugkorb, mehr Fläche, wo weniger verschmutzen kann und einen größeren Propeller und ist dadurch einfach ein bisschen effizienter. Worauf ihr auch achten könnt, kann man jetzt von außen immer nicht so genau sehen, ist das Netzteil. Manchmal sind die Netzteile für Unterhaltungselektronik gemacht und gerade so dimensioniert, dass sie die Pumpe betreiben können und überhaupt keine Reserven. Wenn ihr die anlangt, ihr verbrennt euch jetzt nicht die Hände, aber ihr merkt, dass das deutlich warm ist. Das ist zum Beispiel auch eine Indikation dafür, dass das Produkt nicht sehr lange halten wird. Dann habt ihr noch das Thema Lautstärke. Das kann man jetzt von außen auch schlecht sehen. Da hilft meistens der Ruf des jeweiligen Herstellers. Ihr wollt kein brummendes Aquarium haben. Und häufig ist leider, also der Abschäumer häufig laut, aber häufig ist die Strömungspumpe auch das, was das Aquarium laut macht. Es gibt verschiedene Typen von Strömungspumpen. Wir hier im Unternehmen haben als erstes die Propeller eingesetzt und halten daran fest und arbeiten auch bis heute mit Propellern. Da ist auch immer noch sehr viel Potenzial dahinter, es noch immer besser zu machen. Also das wird noch lange anhalten, dass wir daran arbeiten. Propeller haben insbesondere den Vorteil, dass sie sehr viel Volumen fördern können bei sehr wenig Druck. Und dadurch hat man viel Liter pro Stunde und benötigt nur sehr wenig Energie. Wie viel Strom verbraucht eine Pumpe? Also hier, wie gesagt, der Zielkonflikt. Ich mache die Pumpe immer kleiner, ich kriege engere Ansaugschlitze, ich kriege einen kleineren Propeller und dadurch wird die Pumpe immer ineffizienter. Das ist jetzt zum Beispiel eine, die mehr auf Größe optimiert ist und weniger auf Wirkungsgrad. Wenn ihr guckt, dass ihr eher eine größere Pumpe kriegt, hat die fast immer einen höheren Wirkungsgrad im Sinne von wie viel Liter pro Stunde fördert sie für welche Energie. Und wenn ihr dann noch so gewieft seid und die noch ein bisschen runterregelt, dann treibt ihr den Wirkungsgrad in der Regel nochmal deutlich in die Höhe. Was würde jetzt eine solche Pumpe im Jahr ungefähr an Stromkosten? Sehr gute Frage, genau. Das ist allgemein total sinnvoll fürs Leben im Alltag. Das wissen ganz viele Menschen nicht. Das müsste man eigentlich immer bereit haben, wenn man mit dem Leben konfrontiert wird. Nämlich, ganz wichtig hat mir mein Elektronik-Analog-Professor im Studium beigebracht, hat gesagt, man muss immer wissen, wie viele Stunden hat ein Jahr. Hat also 8.760 Stunden. So, jetzt musst du wissen, was du pro Kilowattstunde bezahlst. In diesem Szenario sagen wir jetzt einfach mal 35 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommt man so ungefähr drauf, dass ein Watt, das ich ein Jahr lang brauche, 3 Euro kostet. Wenn ich jetzt also eine Pumpe habe, die zum Beispiel 10 Watt braucht, dann kostet die mich 30 Euro im Jahr. Nur hier die Stromkosten. Dauerhaft auf 100%. Hat man häufig nicht richtig. Ja, die hier hat 13 Watt, also müssen wir 13 mal 3 rechnen, haben also 39 Euro im Jahr. Bei manchen Pumpen, das macht dann tatsächlich Sinn, also die würde man logischerweise mal nachts auch runterregeln. Muss man jetzt ehrlich sagen, manchmal macht Sinn, dass man ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann einfach im Hinterkopf hat, dass sich die Pumpe von selber amortisiert, weil sie teurer ist, ja. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade eine Strömungspumpe rausgebracht, die Stream 2 Eco, die wirklich mit 1000 Liter pro Stunde und Watt läuft und im Verhältnis zu ihrem Vorgängermodell so in den 5 Jahren Garantiezeit bei 35 Cent pro Kilowattstunde 300 Euro einspart. Das heißt, wenn ihr euch diese Pumpe kauft, ist sie nach 5 Jahren umsonst im Verhältnis zu ihrem Vorgängermodell. Das ist jetzt hier der konkrete Fall. Aber wenn ihr euch irgendwelche anderen Pumpen anschaut, immer im Kopf behalten, ungefähr pro Watt, das ich durchgehend 24/7 brauche, ist auch nicht immer so, habe ich etwa 3 Euro Kosten bei 35 Cent pro Kilowattstunde. Wir haben jetzt also gelernt, die perfekte Strömungspumpe gibt es eigentlich nicht. Es gibt Unterschiede, ich kann mir eine etwas kleinere wünschen, dass ich sie nicht so sehr sehe. Ich erkaufe mir dadurch aber wiederum Nachteile. Ich kann mir effizientere Modelle kaufen, die sich dann möglicherweise trotzdem langfristig als günstiger erweisen. Es ist wichtig, dass ich mit dem Controller klarkomme.
am besten kaufe ich eine Strömungspumpe von einer Firma, die mir dann auch irgendwann mal ein Ersatzteil liefern kann, wenn ich ein bisschen auf Nachhaltigkeit achte. Um euch jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir ein ganz nettes Experiment vorbereitet und zeigen euch jetzt mal, wie sich eine 60-40 hier in einem 1 Meter mal 50 mal 50 Aquarium so machen würde, in verschiedenen Einbausituationen. Wir haben hier gesehen, wie die Nanostream 6040 im unteren Drittel der Aquarienscheibe montiert war und hoch über das Riff drüber bläst, über die Oberkante und dann nach unten zum Sand hin drückt und sich dann so ein bisschen verläuft. Also nicht ganz optimal. Zum einen ist es ein bisschen unästhetisch, wenn die Scheibe plump da an der Außenseite sichtbar ist. Zum anderen ist es auch ein bisschen blöd. Mit einer Pumpe alleine wäre das Aquarium suboptimal, weil es einfach zu viele Bereiche gibt, an die nie richtig Strömung rankommt. Wie könnte man das besser machen, wenn man unbedingt die Pumpe auf dieser Seite einbauen will? Naja, ganz einfach, man müsste eine zweite Pumpe einbauen, die dann auf der gegenüberliegenden Seite montiert ist. Man hat ja schon gesehen, dass in dem Bereich um die Pumpe herum, ich sag mal, etwas tot war, aber die gegenüberliegende Seite würde sozusagen die Schwachstelle der anderen Pumpe immer kompensieren. Und so hätte man doch auch wieder an jeder Stelle im Becken etwas Strömung. Und was bauen wir jetzt um? Jetzt machen wir mal den Spaß und nehmen der Pumpe den Strömungswinkel. Der macht die Pumpe flexibler, aber kostet auch ein bisschen Leistung. Nehmen den runter, packen die Pumpe hinten an die Rückscheibe und lassen sie dann eine Ringströmung einmal ums Becken herum pusten. In diesem Szenario haben wir die 6040 jetzt an die Rückseite gesetzt, ohne den Strömungswinkel, und wir bekommen sehr schön eine Ringströmung in das Aquarium. Man sieht schön, dass es hier in der Ecke hinten eben nicht völlig abschwächt, sondern wieder über die Vorderseite zurückströmt und dann noch relativ gut zur Pumpe kommt. In dem Bereich bevor der Pumpe merkt man aber, dass schon sehr viel von der Energie ja, verpufft tatsächlich ist, in Wärme umgewandelt ist und einfach nur noch sehr wenig Bewegung hier ist. Und da wäre es unter Umständen doch dann sinnvoller, auch hier auf eine zweite Pumpe zu setzen, die dann auch wieder abwechselnd läuft, sodass wir abwechselnd die Zonen, die sich etwas schwächer dargestellt haben, beströmen würden. Oder wenn es denn unbedingt wirklich nur mit einer einzigen Pumpe gänge, müsste man eine größere wählen. Wir haben jetzt diese eine Pumpe an zwei unterschiedlichen Stellen in dem Aquarium gesehen und man sieht schon sehr stark, wie sich die Positionierung der Pumpe auswirkt. Und man sieht auch sehr schön, wie die Pumpe mit dem Inhalt des Aquariums wechselwirkt. Grundsätzlich hätten wir von vornherein empfohlen, dass man zwei dieser Pumpen immer montiert. Aber wir haben jetzt auch mal schön gesehen, woran es dann hapert oder wie weit die Strömung kommt. Etwas, das man normalerweise auch ein bisschen fühlt und auch in den Partikeln sieht, mal etwas deutlicher dargestellt. Wie wichtig es ist, in diesem Fall zwei Pumpen zu installieren, damit man keine toten Zonen bildet und wie stark der Aufbau mit der Pumpewechsel wirkt. Und das wäre jetzt eigentlich eine schöne Gelegenheit, euch mal zu fragen, ob wir das Ganze nochmal an einem anderen Becken mit einem anderen Aufbau und einer anderen Pumpe darstellen sollten. Wenn ihr also Lust hättet, dass wir das Ganze nochmal machen, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare. Wir besorgen uns alles, was ihr euch wünscht, bauen das hier ein, nicht ganz alles, da wird es bestimmt irgendwo Abschläge geben. Und dann bauen wir das Ganze hier ein und dann probieren wir das hier nochmal aus und schauen uns das gemeinsam an.